Die Zahl der Toten bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist auf mindestens 26 gestiegen. 18 Menschen werden noch vermisst. Betroffen war vor allem Java, die dicht bevölkerte Hauptinsel des riesigen Inselstaats in Südostasien. Die Regierung hat den Familien der Verstorbenen finanzielle Hilfen versprochen. Mehr als 1000 Menschen mussten vor den Wassermassen flüchten und wurden in Notunterkünften untergebracht. Sie werden mit Wasser und Nahrung versorgt. Ob sie wieder Aufbauhilfen bekommen, ist derzeit noch unklar. Ich hoffe, dass wir schnell Hilfe von der Regierung bekommen, da mein Haus zerstört ist und alle meine Sachen weg sind. In Indonesien kommt es jedes Jahr zu Beginn der Regenzeit zu Überflutungen. Die Katastrophenschutzbehörde rief die Bewohner auf, wegen des Klimaphänomens El Niño besonders wachsam zu sein. El Niño fällt in diesem Jahr besonders heftig aus und bringt starken Regen in das südostasiatische Land.